dieses Semester werden wir über Big Data reden. Ich werde Ihnen prinzipiellen Mechanismen vorstellen und wir werden mit Text und Bildern arbeiten. Und da vor allen Dingen mit der Xenotheca von Martin Delbecker. Da haben wir mittlerweile 300 Architekturtheorie-Bücher gescannt. Und wir werden die in sowas wie einem privaten Google auf Ihrem Rechner zugreifbar machen und Sie werden lernen, damit zu arbeiten in einer erweiterten Form von Texteditor in Mathematica. Das werden wir Schritt für Schritt machen. Es geht darum, auf drei Ebenen die Dinge zu lernen. Das erste ist, ich möchte gerne, dass Sie reflektieren, was da passiert. Und dann verstehen Sie auch, wie das im Internet funktioniert. Was wir aber tun, ist so wie eine Version. So, das, was Sie im Moment erleben oder was wir alle erleben, ist, dass das Internet uns beobachtet und die großen Firmen damit Geld machen. Das ist eine globale, imperiale Setup. Meine Meinung ist, die einzige Lösung dazu ist, den Spieß umzudrehen. Das zeige ich Ihnen, wie das geht. Und damit können Sie dann verstehen, wie diese Mechanismen sind. So, wir werden ein privates Google aufbauen auf Ihrem Rechner. Und das werde ich Ihnen zeigen und das möchte ich, dass Sie das reflektieren. Dazu gehört auf der zweiten Ebene, dass Sie Geduld und etwas Sorgfalt haben, diese Mechanismen nicht abzuschalten. Diese Mechanismen sich anzugucken. Vielleicht muss ich den Finger da vorne, dann habe ich hier immer einen Schatten. So. So, das wird auf einem Level sein in der Programmierung, den Sie nicht verstehen können im Detail. Was Sie ja brauchen, ist sowas wie ein Gefühl dafür kriegen, dass man das hinkriegen kann. So, und dafür müssen Sie einfach zugucken, wie bei einer Serie, die nebenher läuft. Es werden dann, auf der dritten Ebene, werde ich Ihnen Funktionen zusammenfassen, die dann so funktionieren, wie ich das erzähle. Und das ist dann ein einfacher Gebrauch dieser Funktion. Das heißt, was ich schon haben möchte, ist, dass Sie in Mathematica in der Lage sind, Ihren Private Google operabel zu halten. Sie müssen nicht den erzeugen lernen, aber Sie müssen ihn gebrauchen. So, Sie müssen das gebrauchen lernen. Das heißt, auf der ersten Stufe geht es darum, dass Sie es reflektieren. Was nutzt Ihnen das? Auf der zweiten Stufe werden Sie einen Eindruck davon bekommen, dass das alles machbar ist. Und Sie können sowas lernen innerhalb von 2 bis 3 Jahren, das ist wichtig, das ist nicht vollkommen aus der Reichweite. Architekten können das in 2 bis 3 Jahren lernen, das werde ich Ihnen vormachen. Und den Gebrauch dieser Sachen müssen Sie da tatsächlich können. So, das ist das, was ich vorhabe.
Aber jetzt kann ich ohne Mikrofon nicht wirklich. So, was wir hier haben ist, wieder auf unserer Webseite, das ist immer der Zugang zu dem Gesamtsystem. Hier ist der Code zum Runterladen. Sie bekommen das, das sind wieder Files in dem Ordner, den Sie kennen. Den Ordner habe ich hier, das ist dieser Ordner. Sie starten immer wieder mit Start, wie immer. So, dann habe ich hier Ihnen nochmal mit einem Tutorial zusammengestellt, wie Sie Stylesheets und so weiter in Mathematica installieren. Das ist hier. Und es gibt einen Server bei uns, den Sie in das, ins Filesystem integrieren können. Das ist die Adresse. Und dann kriegen Sie das hier. Oh. Und dann haben Sie hier ein Filesystem, auf dem erstens die ganzen Daten sind, die ich Ihnen immer zeige, die nötig sind, die ich Ihnen zur Verfügung stelle. Es ist quasi das Skript. Und die zusätzlichen Teile für das Skript kriegen Sie immer über die Webseite und können die dann wieder einfügen. Und die Übungen werden hier abgegeben. So, da mache ich Ihnen für jeden Studenten einen Ordner. Ich weiß nicht, was da jetzt los ist. Okay. Da werden die abgegeben, Übung 1, 2, 3, 4 und dann die Prüfung. Hier, da ist es. Ein bisschen langsam. So, habe ich jetzt für jeden von Ihnen einen Ordner gemacht und da machen Sie Ihre Übungen. Vier Übungen wird es geben, die kommen da rein und das wird benotet. So, linken sich das in Ihr Filesystem und dann ist das gut so. Das ist neu. Der Rest ist eigentlich klar. Es wird, oder so wie immer, es gibt eine Sprechstunde, wie auch das letzte Jahr, von 19 bis 22 Uhr bei uns in der Professur, wenn Sie Fragen haben, diskutieren wollen und so weiter. Da bin ich da. Es gibt immer ein bisschen Snacks und Bier und dann können wir diskutieren. Das ist das Setup. Okay, jetzt diese Vorlesung. Die habe ich jetzt also eingebaut. Hier. Also, ich möchte nochmal über die Universität reden und über das Durcheinander, was wir letztes Jahr hatten. Ich habe tatsächlich diese formalen Fehler gemacht und habe das falsch eingeschätzt. Es gibt drei Fehler. Das erste, bewusst. Es steht in der Regularien, ich soll es auf Deutsch machen, ich habe es auf Englisch gemacht und das war falsch. Und ich habe das gewusst, dass das nicht richtig ist, ich hätte aber gedacht, das geht, so wie es eigentlich auch immer gegangen war. Und es wäre nicht so wichtig. War falsch, ich habe gedacht, das würde sich dann regeln. So, es ist für uns vollkommener Unfug, das auf Deutsch zu machen. Ich habe keine deutschsprachigen Mitarbeiter. Ich habe keine deutschsprachigen Unterlagen. Es gibt keine Referenzen in Deutsch. Wir können auch nicht mit deutschen Texten arbeiten, weil die deutschen Linguisten nicht schnell genug sind, dieses Zeug, zum Beispiel ihre Mechanismen, mit denen man sowas wie Textanalysen machen kann, auf irgendeine Art und Weise plausibel zur Verfügung zu stellen. Es ist alles immer auf Englisch. So, jetzt stehen wir also blöd da, dass ich als einziger von unserer Professur Deutsch rede, über einen Kontext, der ausschließlich in Englisch verfasst ist. Das ist blöd. Und ich hatte gedacht,
das wäre kein Problem, aber sie sind stur und es ist neu, dass sie so stur sind. Das hatte ich falsch eingeschätzt. So mit den Prüfungen ist das ja ohnehin was anderes. Das nächste ist, was ich mir nicht hatte vorstellen können, dass eine schriftliche Übung heißt ohne Computer. Das war auch falsch, aber das hat auch dann unser Department nicht richtig verstanden und so weiter. So, auch damit müssen wir zurechtkommen. Wir müssen schriftliche Prüfungen machen. Und schriftliche Prüfung heißt ohne Computer. Jetzt könnten wir Prüfungen machen in einem Pool. Da gibt es dann aber irgendwie Blendern. Also man muss das enorm kompliziert vorbereiten. Das müsste man dann durcharbeiten und so weiter. Aber es ist so gut wie unmöglich, dass sie zum Beispiel im Internet arbeiten. Das heißt, schriftliche Übungen über das, was wir dieses Semester zum Beispiel machen, geht nicht in diesen Tools. Das ist ein schwieriges Setup. Auch unendlich viel, würde unendlich viel Vorbereitung und so weiter brauchen. Das beißt sich zum Beispiel wieder damit, dass es kein Englisch und mit Deutsch und so weiter. Das hatte ich falsch eingeschätzt und ich hatte es mir einfach nicht vorstellen können. So, die Lösung ist jetzt, dass wir 4 Hausaufgaben über das Semester machen, die benotet sind zu 50%. Und am Ende des Jahres, nicht am Ende des Semesters, eine schriftliche Prüfung machen in Deutsch, so wie wir das jetzt auch letztes Jahr haben. So, das gefällt mir alles nicht und es ist eine enorme Zwangsjacke und das ist auch für Sie unangenehmer. Ich habe einen Haufen Arbeit damit und ich glaube nicht, dass das im Ganzen richtig produktiv ist. Aber es läuft darauf aus, dass ich jetzt über die Prüfungen Druck auf das Semester mache, dass sie tatsächlich praktisch Dinge tun und dass sie dann quasi einen reflektiven Teil in der Prüfung schriftlich ablegen können. So ist das jetzt ausgehandelt. Und wird schärfer und mehr Arbeit für alle sein. Da kann ich nichts dran tun und so sind wir jetzt da, stehen wir jetzt da. So, das heißt, Sie müssen sich jetzt darauf vorbereiten, dass wir im Semester verteilt 4 Arbeiten werde ich Ihnen geben. Die müssen auf dem Server abgelegt werden. Das sind die praktischen Übungen. Das können Sie zu Hause machen oder in den Pools der ETH und so weiter. So, und dass wir am Ende des Jahres in Deutsch, auch die Übungen sind auf, können Sie auf Deutsch verfassen, dass Sie in Deutsch eine Übung machen, einen Text verfassen, 3 Stunden lang, die das, was im Semester passiert ist, reflektiert. Das ist das Setup. So, das Ganze kann man, so ist es. Was ich nicht verstehe und wobei ich auch sehr unglücklich und auch sehr unsicher bin, was ich tun kann und so weiter, ist, wie das abgelaufen ist. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht. So, also das, was Sie hier erleben an der Hochschule ist, oder was ich zum Beispiel tue, ist, sowas wie einen Hochseilakt. Sowas können Sie nicht hören sonst. Und das ist extrem sensibel. Ich bin jetzt ausschließlich damit beschäftigt, weil ich das sehr wichtig finde, diese Dinge vorzubereiten und so durchzuführen. Das ist ein Balanceakt. Das ist das erste Mal. Es gibt keine Vorbilder dafür. So, natürlich passieren Fehler. Ich finde das okay. So, und wenn man dann mal wenn ich auf dem Hochseil bin und dann wackelt an dem Seil und dann, aha, der fällt ja, dann ist das nicht fair. Natürlich falle ich. So, das ist das Problem. Deswegen glaube ich, brauchen wir eine Kultur, wenn es Probleme gibt, die es notwendigerweise gibt, und ich weiß auch, dass was ich erzähle, offensiv ist. Ich gehe auch davon aus, dass 20% von Ihnen, und jetzt in den Prüfungen habe ich das auch ungefähr gesehen, es klappt auch ungefähr so, wirklich
was lernen und das annehmen, was ich erzähle. Mit 60% ist das irgendwie so, macht man halt. Und mit 20%. Ich kann einfach mit dem, was ich erzähle. Ist there somebody coming or not? Why not? So, also ich, so, das ist so ein Schnitt und so glaub, bin ich auch fest davon überzeugt, dass eine Universität sein muss. Ich glaube, und das ist auch mit Bologna so und so weiter, dass sie an einer technischen Hochschule, das ist etwas, was wir ihnen vermitteln, was es nicht gibt. An einer Fachhochschule wird ihnen unterrichtet, was es gibt. Das heißt, die Dinge an einer technischen Hochschule, und das halte ich hoch, sind nicht spezifizierbar. Es muss riskant sein, sonst hat das keinen Zweck. Sonst geht man an eine Fachhochschule. So, das heißt, es gibt Risiken daran. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass es in einer großen Hochschule, wie das hier ist, mit 30, 35 Vollzeitprofessuren, auf keinen Fall so sein kann und sollte, dass sie mit allen Professoren Freund sein können, mit den Vorstellungen und so weiter. So, es reicht, wenn die 7 oder 8 Professoren begeistert sind und von den anderen sagen so lala und manche einfach nicht mögen. Es gehört dazu zum Spiel. Das ist auch draußen so, das ist überall so. Und wenn die ein Büro führen, müssen sie auch damit umgehen, dass da Kunden sind, mit denen man nicht gut zurechtkommt, müssen das auch managen, dass das geht. So, es kann nicht sein, dass man überall zufrieden ist. Es muss aber an der Hochschule sein, dass es sehr speziell ist. Weil ich Ihnen neue Dinge erzählen muss. Es muss Orte geben, die das können. So, das ist das Setup. Bei aller Sympathie für jeden von Ihnen ist das so, und wir fordern Sie intellektuell. Es ist keine geschützte Werkstatt und es ist kein Komfortsystem. Wir fordern sie intellektuell wie kein anderer Ort. Und das ist unangenehm. In vielen Stellen. Geht nicht anders. So, deswegen ist es klar, dass sie Schwierigkeiten haben an vielen Stellen. Und es ist auch klar, dass sie sich beschweren müssen, weil das vielleicht auch schlecht gelaufen ist. Und man das verbessern kann oder sie wirklich falsch behandelt worden sind und so weiter. Das ist alles okay. Wir brauchen aber eine Kultur, dass man das dosiert, kommuniziert und aushandelt. Und das heißt, der erste Schritt ist, wenn Sie Probleme haben mit dem, was ich erzähle, zu mir zu kommen und das zu diskutieren. Und zwar zeitnah. Wenn das nicht gehen könnte, weil Sie sich nicht outen wollen oder mir nicht sprechen mögen und so weiter, gibt es viele Eskalationen. Sie können mit Kollegen reden, Sie können mit Leuten einer Professur reden, Sie können am Departement, gibt es Ansprechpartner, es gibt die Architektur und so weiter. Es gibt verschiedenste Orte, mit denen man das diskutieren kann. So. Und Sie sollten in Respekt für die Institution sich daran auch halten, dass man sagt, okay, müssen wir das aushandeln auf der adäquaten Ebene. Was unser System und die Möglichkeiten, wie wir agieren können, zerstört, ist, wenn Sie direkt irgendwas an den Präsidenten schreiben oder an die Presse und so weiter. Das geht nicht. Das heißt, es geht schon, aber es zerstört die Institution. Weil sowohl der Präsident als auch unsere Fakultät, als auch ich, sind machtlos gegen solche Sachen. Das ist einfach nicht fair. Das ist wie so ein Rückeln an den Seil, der fällt ja runter. Der Effekt ist, dass wir nicht mehr aufs Seil gehen, weil wir Angst haben, dass jemand an dem Seil rüttelt und wir runterfallen. Der Effekt ist, dass ich anfangen muss und mir überlegen muss, politisch korrekt zu argumentieren. Das darf nicht sein. Und unsere ganze Gesellschaft leidet diese Zeiten darunter, dass das so passiert, kreuz und quer.
Und wir müssen das in irgendeiner Art und Weise hinkriegen, dass das abgefangen wird, dass wir anfangen zu reden, wenn es Probleme gibt. Und es muss Probleme geben, sonst gibt es nichts zu lernen. Also wenn wir nicht reden, gibt es nichts zu lernen. Und ich muss sie herausfordern, sonst gibt es nichts zu lernen. Wenn ich ihnen nur erzähle, was ihnen angenehm ist oder was passt und so weiter, gibt es nichts zu lernen. Und wenn ich sie herausfordere, muss es so sein, dass ein erheblicher Anteil von ihnen sagt, das akzeptiere ich nicht. So, deswegen aber Kreuz und Pferd zu schießen, das zerstört die Institution. Und die juristischen Situation ist so, dass alle Institutionen machtlos gegenüber sind. Das ist zurzeit leider das Problem. Ich hatte diese Dinge, und das gehört auch zu unserem Thema dieses Jahr, hatte ich auch schon erzählt. Also es ist ja klar, dass ich über Facebook und so weiter über drei Schritte mit jedem Menschen auf der Welt Freund sind. So, das ist ja schön. Dass sie aber mit jedem Terroranschlag auf der Welt über drei Schritte Opfer Freund sind, ist unangenehm. Ist aber genau das Gleiche. Mit dem Effekt, dass sie über drei Schritte Terrorist sind. Oder Pädophil, oder was der Teufel ist. Kein Problem. Muss nur jemand fragen. Oder sagen. Oder behaupten. Oder faken. Das sind diese Hochseilpakt-Geschichten. Und wenn ich anfange, je mehr Saaten ich aufs Internet setze und so weiter, oder eben wenn ich es noch nicht mal mache, wenn es bei Ihnen das Gleiche, jemand Fake-Dinge aufs Internet setzt, haben sie keine Chance. Und je mehr wir uns vernetzen, desto unsicherer oder transparenter, opaker wird unser juristisches Netz. Niemand würde mich schützen, wenn jemand von Ihnen sagt, ich bin pädophil. Das ist Glück. Und Sie müssen das wissen, dass man achtsam ist. So, das heißt, und dass es wertvoll ist, dass ich Ihnen erzähle, was ich meine, was ich kann. Und was ich gerne Ihnen erzähle. Und es ist riskant, dass ich Ihnen das erzähle, weil es ist dies und Sie brauchen nur 5 Minuten von meinen Records angucken und es ist immer irgendwas vollkommen daneben. Vollkommen klar. Ich tanze auf dem Seil. So. Jetzt habe ich auch das nicht so gemacht. Vielleicht ist das erforderlich, dass ich Ihnen erzähle, vor welchem Hintergrund ich Ihnen das erzähle. So, kann ich das nochmal kurz zusammenfassen? Meine Art von Karriere. So, ich bin Architekt von der Ausbildung. Ich habe an einer technischen Hochschule wie hier und an einer Kunstakademie studiert. Architektur. Ich habe außer in Praktika auf Baustellen und in mehreren Büros nicht in einem professionell in einem Architekturbüro gearbeitet, weil ich direkt an die Hochschule gegangen bin und künstliche Intelligenz in Architektur geforscht habe. An einem Baukonstruktionslehrstuhl. Ich habe, wie De Platzes, 10 Jahre lang Baukonstruktion gemacht in Karlsruhe und künstliche Intelligenz geforscht. So, dann haben wir eine Firma gegründet, mein Bruder und ich, der eine ähnliche Karriere hat, die man heute bei Building Information Models einordnen würde. Das ist 1998 gewesen. So, diese Firma geht jetzt seit 3 oder 4 Jahren, da es einen Boom gibt mit BIM, der geht es gut. Vorher war das dümpelte die da hin, 4, 5 Leute, jetzt gibt es 25 und das explodiert. Obwohl, und da sehen Sie auch, dass es mit der Informationstechnik unendlich langsam geht. Das, was wir mit der Firma und eigentlich, das ist eigentlich ein abgekochtes Modell von unseren Promotionen. Das ist eine Lösung für die Probleme, die wir vermutlich in 3 bis 5 Jahren irgendwie allgemein so sehen, was BIM produziert. In den ganzen Hype um Gebäudeinformationsmodelle kriegt mein Bruder jetzt aber einen Fuß auf den Boden. So, Sie sehen, das hat halt jetzt 20, 25 Jahre gedauert, das ist ein ganzes Berufsleben. So, das ändert sich also nicht schnell.
ich selber bin, weil das am Anfang in der Firma, dann war ich in Kaiserslautern für 2 Jahre und bin seit 2000 hier. Unser Lehrstuhl ist weltweit einmalig. Ich kann ohne besondere Forschungsmittel zu akquirieren, mit Grants und so weiter, die Studenten mitbringen, habe ich jetzt seit 18 Jahren 16 PhD. Also eine halbe oder ganze Schulklasse von Leuten, die sich ausschließlich mit Informationstechnik in der Architektur als Architekten beschäftigen. So, sowas gibt es auf der Welt nicht. Die auch nicht ansatzweise. Die gesamte Szene ist, und wir haben eine, ja, bis zu meiner Pensionierung, wir hatten eine 25-jährige Perspektive mit 16 Leuten grundsätzlich an diesem Thema zu arbeiten. Alle Konkurrenz läuft so, dass sie 2 oder 3 Mitarbeiter haben, die sich vor allen Dingen darum kümmern, dass Computer laufen, was nicht mal in meiner Aufgabe ist. Ja? Ich kann mit meinen Kollegen über dieses Fach nicht reden. Sie haben keine Zeit, sich grundsätzlich Gedanken zu machen. Deswegen bin ich auch auf den Konferenzen nicht präsent. Und es ist im Übrigen auch so, dass das hatte ich ja mit den CAD-Systemen auch schon erklärt, dass sich das CAD in seiner Geometrie und in den Datenstrukturen und so weiter in Mitte der 80er Jahre, das heißt mit dem Erfinden des PCs, also mit den ersten PCs oder bei der Macintosh-Aufgabe, war das fertig. Seitdem hat sich im eigentlichen CAD nichts mehr geändert. Das, was Sie jetzt in der Architektur sehen, ist, dass Firmen, die mit CAD in den 80er Jahren Pioniere waren, da war ich auch stolz dabei und insofern haben wir das alles verstanden und mit den Leuten alle geredet und so weiter, die haben auf einer ausentwickelten Technologie mit einfach immer Leute gefragt, was hättet ihr denn gern? Und einfach alles nachprogrammiert, was Architekten machen. Das ist Architektur-CAD. Mehr nicht. Deswegen ist auch BIM aus den 80er Jahren. Weil die gesamte Infrastruktur ist seitdem nicht verändert. Treiber für diese Entwicklungen sind, das hatte ich Ihnen auch erzählt mit Blender, Animation für das Kino und Interaktion mit den Games. Das, was in der Architektur passiert, die Menge an Geld, die in diesem CAD-System für Architekten umgesetzt wird, ist ist bedeutungslos gegenüber den Märkten, die mit Spielen und Animation Kino gemacht werden. Das ist Faktor 100, 1000 Mal mehr Leute. Diese Systemadministratoren oder Forscher in meinem Bereich sind vermutlich weltweit 400. Auf einer Konferenz für Computer Graphics, CGraphs in Kalifornien, jedes Jahr 30.000 Teilnehmer. So, da spielt die Musik. Deswegen ist das, was wir in CAD in Architektur lernen, erstens Steinzeit und zweitens korrumpiert durch ein merkwürdiges Zusammenspiel von Softwareentwicklern, die einfach es den Kunden immer nur gerecht machen wollen. Das heißt, die Architekten sind seit 30 Jahren nicht wirklich gefordert worden. Ein Softwarehaus sagt immer, was hättet ihr denn gern? Und macht denen einfach die Dinge. Und sagt, ja, das wäre doch einfacher und besser, wenn wir das jetzt digital machen. Dann seid ihr doch schneller. Open Source ist das Fantastische, was wir mit Blender sehen ist, und das hatten wir auch alles diskutiert, dass da eine Reihe von Leuten sind, die moderiert einfach zeigen, was sie können. Weil weil die Leute, die da Software machen, zeigen, was sie können in Animation und Interaktion, um dadurch, dass sie aufgenommen sind in diese Blender-Community, Jobs zu kriegen in Animationen und in diesen Firmen. Das ist einfach ein anderes Spiel. Die Leute zeigen, was sie können. Deswegen ist auch Blender so, wie dass man dass die Hemmschwelle, also die sagen einfach, ja, aber komm, so geht es. Was muss ich dir das alles genau erklären? Also so.
Während diese Softwarehäuser einem immer es so machen, wie man es gewohnt ist, und die Umstände, aber die müssen das Zeug ja verkaufen. Was kann man einem Architekten erklären, der immer beschäftigt ist, wenn man das 30 Jahre macht, dass der für das, was ich tue, 5.000 Franken bezahlt? Wenn man das 30 Jahre lang tut, dann hockt, in Anführungsstrichen. Das sind diese Leute von der Open Source nicht. Das sind auch die Leute in einem Markt von Softwareentwicklung, der dynamisch ist, nicht. So. Und ich möchte, dass Sie das auf der einen Seite verstehen und auf der anderen Seite natürlich am Ende mit irgendwelcher Architektursoftware arbeiten müssen. Aber Sie müssen verstehen, was das ist und dass es nicht richtig cool ist. Und wir leiden darunter. So, deswegen dieser Begriff Literacy und so weiter. Hier zum Beispiel die mit den Universitäten nochmal. In der NZZ. Die sind eigentlich schön engagiert, das immer zu artikulieren und genauer zu fragen. Ich brauche ein Headset, ne? Ja, schön. Lesen Sie diese Dinge. So, wir müssen als aus meiner Sicht ist die, und das macht die NZZ vermutlich richtig. So, aus meiner Sicht hilft das, diese Selbstgefälligkeit in den Maschinen sich einzurichten. Und zu sagen, so ist es doch, was ist denn das Problem, so macht man das doch und so weiter. So was wie, sowas eine Bequemlichkeit in diesen 30 Jahren schematischen Computergebrauch, der einfach mal imitiert, was wir so tun, sich da bequem einzurichten, der läuft an den Hochschulen auf sowas raus. Und die NZZ schreibt gut dagegen. Und es sind wirklich abenteuerliche Geschichten. Auch ich habe keine Lust mehr in die USA zu fahren. Es gibt einfach nichts zu erzählen. Und es gibt auch keine Feste mehr, mit denen Architekten und Mitarbeiter und Studenten irgendwie zusammen sind, weil das einfach zu gefährlich ist. Ich kann auch da nicht zusammen mit einem Student oder Studentin in den Aufzug gehen und dann einfach 3 Stockwerke hochfahren, ohne dass das irgendwie zu riskant ist. Das geht alles nicht mehr. Ich habe Kollegen, die einfach sanktioniert sind, die einfach nicht erzählen können, was sie meinen oder was sie können. Die sind sogar noch angestellt und denen haben wir einfach sanktioniert, das darf man nicht machen, das ist zu gefährlich. Es gibt riesen Rechtsabteilungen, wo das ganze Geld reingeht, die nur aufpassen, dass die Hochschule nicht bankrott geht, wegen irgendwelcher absurden Forderungen. Und der Effekt ist, das passiert nichts mehr, ist alles tot. Lesen Sie das und nehmen das ernst. Und Sie als Student, also das Einzige, was da hilft, weil es ja keine Rechtssicherheit mehr gibt. Und wenn Sie das ausnutzen, es reicht wenig und nutzen das aus, das politische System wird im Moment so attackiert. Wenn Sie das ausnutzen, ist es futsch. Und wir sind hilflos an der Stelle. Auch die Hochschulleitung ist hilflos. Passen Sie auf, dass Sie wertschätzen, dass das funktioniert. Das ist Ihre Verantwortung, jeder von Ihnen. Es sind ja nur wenige, mit denen es da ernste Probleme gab, es ist ja immer so, aber dass die Mehrheit von Ihnen das schützt und wertschätzt, dass Sie hier sein können. So. Also das mit dem CAD-System, ich war aber jetzt beim Erzählen noch mit meiner Karriere. So, wir haben jetzt, weil wir so draußen waren, in den Achten und wirklich nichts mehr passiert ist. Und es auch keine Community gibt mit Forschern, die sowas tun. Haben wir einfach gesagt, in den ersten 10 Jahren, seit ich hier war, wir schauen, dass wir quasi an dieser Autobahn stehen, mitlaufen geht, also viel geht, also, und dann einfach verstehen, was da passiert, und am Trecker ein bisschen agiler zu machen. Das heißt, wir waren Scouts für die Technologien und haben die versucht zu übersetzen in die Architektur. Und weil es keine Community gibt,
haben wir das übersetzt in den Markt. Und unser Erfolgskriterium war, dass wir Firmen gründen konnten. Und ich habe weitere 6 Firmen gegründet, in allen Bereichen. Und die beschäftigen zurzeit 160, 180 Leute. So, das ist nicht so toll, aber das ist auch nicht so schlecht. So, also ich weiß, wie das geht. Also ich weiß, wie man Firmen macht, ich weiß, wie die Technologie ist. Und, das ist dann unsere nächste Phase, und die entsteht mit den Smartphones. Und das ist eine schockierende Erfahrung gewesen von 2008 bis 2010. Es gab 2 schockierende Erfahrungen. 2008 haben wir einen Wettbewerb gewonnen, der vollautomatisch erzeugt ist. Und nicht den ersten Preis, sondern Anerkennung. So, der war vollautomatisch erzeugt, Kalkbreite. Wir haben Anerkennung bekommen. Und ab da haben wir gesagt, wenn das so ist, ist die Architektur, wenn man sowas wie einen Turing-Test machen kann, so wie Google da Go oder Schach gewinnen kann, also wenn wir auf die Art und Weise Architektur machen können, die von Experten nicht mehr wirklich unterschieden werden kann, haben wir ein ernstes Problem. Es ist mir nicht gelungen, zu Investoren oder Architekten zu gehen und zu sagen, machen wir da nicht was mit, wäre doch toll. Jeder hat das gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Ging nicht. Und dann haben wir halt gesagt, okay, ich muss einen Schritt zurückgehen und anfangen, Theorie zu machen. Seitdem sind wir mit Philosophie, mit Informationstechnik, vor allen Dingen mit maschineller Intelligenz und mit Mathematik beschäftigt. So, wir haben jetzt eine Reihe von Büchern geschrieben. Wir haben seitdem postgraduiert, also viele PhDs, immer diese 16 Leute, und wir haben eine Reihe von postgraduierten Klassen immer gehabt, mit denen wir das, was ich Ihnen erzähle, entwickelt haben. Das, was ich jetzt seit 2 Jahren ausschließlich tue, ich bin sehr glücklich über diese Erfolge. Weil ich glaube, so wie ich Ihnen das erzähle, wird es in 15, 20 Jahren sein. Und das Instrumentarium, was ich Ihnen zeige, ist der Ausweg aus Problemen, die wir eigentlich jetzt haben, die wir auch vermutlich als Gesellschaft in 10 Jahren kennen werden. Da bin ich sehr fest davon überzeugt, dass das so ist. Und es gibt wenige Personen, die so sorgfältig über diese Dinge nachgedacht haben und das auch ausprobiert konnten. Ich bin Architekt, ich kenne mich aus in der Informationstechnik, ich habe viele Firmen gegründet und ich bin jetzt seit 8 Jahren dabei, Bücher zu schreiben über dieses Thema. So ein Profil gibt es fast nicht. So, und was ich Ihnen erzählen möchte und was mein Anliegen ist, ich glaube, dass es möglich ist, Ihnen das beizubringen. Und daran arbeite ich seit 2 Jahren. Das ist mein Hochzeitakt. So ist also wirklich ernst, was ich mache. Und dazu gehört, weil das so ernst ist, dass ich immer so flapse. Also, weil es wirklich sehr mächtig ist. Und es gehört auch dazu, dass ich zulasse, dass Sie sagen, das ist mir zu viel, das mag ich nicht. Ich bin wie ein Harlekin. Deswegen lache ich über diese Sachen. Sie dürfen das nicht ernst nehmen. Das ist eine Komödie, was ich mache. Weil es so mächtig ist. So, was ich kann, und da gibt es auch aus meiner Sicht keine Diskussion, also ich kann Ihnen nur was erzählen, was passiert ist. Das war jetzt vor 2 Wochen. Es gibt eine Ausgründung aus einem großen Facility Management Softwarepaket, Organisation, die seit 30 Jahren etabliert ist und massiv am Markt ist. Eine Ausgründung von 2 jungen, 30, 35-jährigen ehrgeizigen Managern aus dem mittleren Management, die auch eine Ausgründung, neue Firmen seit 2 Jahren. So treten super professionell auf. Irgendwo in Dubai und überall. Mit so auf Tech-Talks und so auf diese Art. Diese Leute haben mit der Hochschule in Weimar wollten die einen Satz von Grundrissen, die man hat, anpassen auf einen neuen Perimeter. Die haben ganz viele Grundrisse und dann hat man Perimeter, dann wird herausgefunden, in welcher Grundriss passt denn jetzt, und den dann anpassen und dann die Zentimeter, die dann nötig sind, einfach anzupassen, das klappt. Nach einem Jahr war das nichts.
weil mein Kollege in alter Manier analysiert hat, wo ist das Wohnzimmer, wo ist die Treppe und so weiter. Und das dann verschoben hat, zu verstehen und so weiter. Mein PhD-Student in Alexandria, der ist seit einem halben Jahr fertig in künstlicher Intelligenz, geht dran und sagt, ich kann das in einer Woche. Und macht es in einer Woche. Er kann jetzt, also von scratch, der kann jetzt auf einem beliebigen Parameter aus einer Bibliothek von Grundwissenpath einfach die Dinge einpassen und es ist plausibel. Mit dem Effekt, dass die vollkommen baff sind. Und jetzt heute Nachmittag kommen, er kommt aus Alexandria und er soll die KI leiten in dieser Form. Aber Sie sehen, welche Macht das hat, wenn man anfängt, nicht mehr zu analysieren. Das ist auch das, warum Google nicht Schach gewinnt, ist, weil sie nicht mehr Schach versuchen zu verstehen. Man kann auch ein Auto fahren, nur wenn man nicht versucht zu verstehen, was Autofahren ist. Aber einfach nur Daten, die Daten machen alle keinen Sinn und dann zeigt man, was gutes Autofahren ist. Bei Schach auch. Man braucht halt haufenweise Daten und dann sagt man, wer gewonnen hat. Das reicht. Und das reicht bei Architektur auch. Man braucht haufenweise Daten und man sagt, was man verkaufen kann. So, das ist evil. Und wenn man das ernst macht, ist das höchst. Das haben wir mit Cambridge Analytica gesehen. Das ist wirklich unethisch. Das habe ich vor langer Zeit vor 3, 4 Jahren habe ich da mal Cambridge Analytica gesehen, dann haben wir gesagt, ja klar kann man das machen. Es ist auch überhaupt gar kein Verbrechen, zum Beispiel mit jedem Menschen auf der Welt Freund zu sein. Wir haben einfach mal all das gesammelt, was die Leute sagen und veröffentlichen in ihren ganzen Facebooks. Und dann haben die das einfach gesammelt und haben da einfach Geschäft draus zu machen. Ist ja nicht kriminell. Einfach mit jedem Freund. Da kann man auch nichts gegen machen. Und wir waren geschockt, dass das so unethisch ist, was sie damit tun. Zum Beispiel diese Wahlkampfsachen für Trump organisieren. Das ist man einfach geschockt, dass einer auf die Idee kommt, als Forscher, der das kann, so einen Mist zu machen. Aber es ist nicht kriminell. Das Verrückte ist jetzt an unserer Gesellschaft, dass wir dann sagen, ja, aber so war das nicht gemeint, deswegen ist es kriminell. Ja, das Problem ist, dass die Gesellschaft einfach nicht blind ist, also dass einfach nicht sieht, dass man das machen kann. Und deswegen tanze ich auch so rum und ich mache das auch nicht wirklich ernst, weil es ist gefährlich. Wir dürfen das nicht ernst nehmen. Deswegen mache ich Witze, man lacht das immer weg. Aber ich kann auch nicht darüber reden. Das ist mein Hochseilakt. So, ich verlange nicht, dass Sie, also ich, was mein Anliegen ist, und ich versuche das so zu dosieren, deswegen ist mir auch diese Abendgespräche am Donnerstag wichtig, dass ich das hinkriege, dass 20% von Ihnen sagen, wow. Ich bin zufrieden, wenn 60% von Ihnen sagen, naja, war irgendwie schon interessant. So, und ich weiß, dass 20% von Ihnen sagen, so ein Scheiß. Ich weiß das. So, und was ich nur einfordere, ist, dass die 20% sagen, es ist eine Hochschule und da ist sowas erlaubt. Muss ja nicht hinhören. Deswegen habe ich auch keine präzisen Übungen formuliert. Ich will Sie nicht zwingen, exakt das nachzubeten, was ich Ihnen vorsage, weil das ist gefährlich. Und Sie müssen darüber lachen lernen. Deswegen will ich auch nicht eine Prüfung darüber machen. Gefällt mir nicht. Das sehen Sie in diesen Technozentren und so weiter. Da gibt es in den USA mittlerweile dann von Infinite, das ist eine Singularity University, gucken wir das an. Da werden Studenten an KI-Systemen zu Tausenden gedrillt, ohne Lehrer, diese KI-Zeug zu lernen. Es ist frei, kann jeder kommen, freies Essen wie bei Google. Jeder kann dahin,
kann das Zeug lernen. Es gibt kein Korrektiv, kein ethisches Korrektiv, nur diese Vorstellung von der Singularity, dass also irgendwann die Computerleistung so hoch ist, der Singularity von Kurzweil, können Sie lesen, ist die gesamte Computerleistung in ihrer Vernetztheit wird irgendwann, also nicht in naher Zukunft, wenige Jahre, muss man genau nachgucken, so viel Kapazität haben wie ein menschliches Hirn. Und da das ja alle anderthalb Jahre sich verdoppelt, wird das in kürzester Zeit so sein, das heißt, Sie werden das nach dieser Theorie noch erleben, dass die Computer uns beherrschen. Und die arbeiten darauf hin, dass es diesen Punkt gibt, wo die Computer mehr rechnen können als ein menschliches Gehirn aus der Welt. Das nennen sie Singularität. Von dieser Universität, junge Leute, die talentiert sind, die einfach lernen, wie man das macht, ohne Reflexion. Und die das einfach können hinterher. Und das ist ein militärisches Camp. Das ist ein Digital Military Camp. Gucken wir das an. Gucken wir an, wie die darüber reden. Dann gibt es diese komischen Interviews da von irgendwelchen stolzen Studenten, die dann eine Spin-off-Firma gemacht haben und so weiter, einfach ein Film zu organisieren. Von dieser Art ist Uber, ist Amazon und so weiter. Das sind Feldzüge von dieser Art von digitalen Soldaten. Das will ich alles nicht. Natürlich ist das alles möglich. Ist sogar alles online. Wir können doch alles lernen. Ich will sie zum mitteleuropäischen gebildeten Personen machen. Deswegen mache ich. Ich muss daher darüber reden, das hilft ja nicht. Das ist mein Fach. Und deswegen bin ich jetzt einen Schritt zurück und meine, es ist wichtig, Ihnen das zu erzählen. Weil es steht fast nirgendwo. So, jetzt ist genug. Gucken Sie sich das an. Schätzen Sie diesen Platzwert. Es ist fast nirgendwo auf der Welt, dass sie so frei lernen können. Nicht nur, dass sie das, also so gut wie kein Geld dafür bezahlen können. Ihr Studienplatz kostet 20, 25, 30.000 Franken im Jahr. Wir kriegen so, dass sie fast nichts dafür zahlen müssen. Es ist so offen wie fast nirgendwo. Schätzen Sie Kontinentaleuropa, schätzen Sie dieses Bildungssystem, schätzen Sie, dass die Humanisten weiterbezahlt werden und so weiter. Alle humanistischen Fächer in den USA sind unter Reagan innerhalb von 6 bis 8 Jahren um 80% runtergefahren worden. Gibt es nicht mehr. So, schätzen Sie das und schützen Sie das. So, das war mein Plädoyer. Jetzt gehen wir an die Sache. Wollen Sie etwas Pause oder kann ich weitermachen? Ja. Pause. Okay. 10 Minuten.